Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Edition Rot Multiplayer. Und wieder dabei ist der Kalymnos. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Kurze. So, wir haben uns jetzt hier durchgekämpft. Ich muss hier erstmal unterbrechen. Das heißt, ist ja eigentlich nicht Pokémon Feuerrot Edition, weil wir ja Hartgold auch mit drin haben. Das ist einfach Poké-MMO. Dann, wenn du es besser weißt, dann halt so. So heißt das Game. So. Halt Pokémon Multiplayer. So. So besser? Ja. Gut. Okay. Alles klar. So, und bei dem Pokémon Multiplayer, was wir gerade spielen, haben wir ja jetzt in der ersten Stadt, haben wir ja den Rocco besiegt, ja, die Lusche. Und jetzt haben wir uns durch die Trainer gekämpft und haben ein bisschen noch weiter gesammelt, paar Pokémon. Ich habe mir ja. Ja, hier, und meine kleine Raupi hat sich entwickelt zu... Was entwickelt sich Raupi? Safkorn nennt sich zu das. Safkorn. Dann hier mein, mein komisches, Manga. Manky. Manky. Ich hab den Namen drauf. Ich hab so ein Poster, Mann, ja. Ja, aber, deswegen sag ich, ja, schnapp's dir nochmal. Ja, muss ich mal gucken, keine Ahnung. Das war ich, wo ich 12, 13 war, 14, weiß ich nicht. So, und dann habe ich hier mein Taubsi, das habe ich Susi genannt, und hier noch mein Nidoran, oder wie? Das Nidoran, Pinke? Ja, ist richtig. Ja, boah, das geil. Das richtig. Ja, geil. Aber das männliche ist lila. Hä? Da haben die Entwickler auch wieder gekifft, oder? Ja, wir mal. So, ich ja, und das habe ich. Ne, du hast ja ein Safkorn, das wird hier zu diesem Schmetterling, den ich hier habe. Smeppo heißt der. Ja. Ist ganz geil, weil der lernt auch schon Psychoattacken. Mit der Level 10. Wenn du Level 10 wirst, hast du Entwicklung, dann geht weiter. Gut, ja, wir haben gerade hier den Weg gemacht auf Route. Gott, Route 4 ist das, die haben wir gerade durchquert. Was machen jetzt? Jetzt wollen wir hier in den Mondberg oder Mondberg, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Hier in Englisch. Ja, hier müssen wir jetzt komplett durch, um zur nächsten Stadt zu kommen, zur Misty, zur nächsten Arena. Gott sei Dank kenne ich den Weg noch. Hast du den Trainer hier schon besiegt? Nee, ich muss da hoch noch. Da oben war doch irgendwas. Ach, hast du das Item noch gar nicht geholt? Da oben hast du ja... Nee. Gut, so. Dann holst du ihn noch schnell. Jetzt kommt noch ein Zubat, das du erstmal von auf die Fresse brauchst. Also ich habe jetzt genau, hier immer den, Safran, oder wie hieß der nochmal? Saf? Der Menki, Nidoran? Nee. Das Raupifi. Safkorn. So. Safkorn. Immer als erstes, damit ich den jetzt ein bisschen level. Und dann hole ich immer meinen Timmer raus. Aber vielleicht, ja gut, das ist eine gute Taktik, das mache ich auch. Jetzt hat er ja diesen. Wenn er, sobald er Level 10 kommt, ne, der hat dann Konfusion, dann kannst du es auch mit Stein-Pokémon aufnehmen. Ne? Eine Psycho-Attacke ist nicht zu unterschätzen. Okay, ich habe jetzt gerade mal den Biss ausprobiert. Ich habe eine neue Attacke bei den Timmer Biss und die haut ja rein. Aber wo soll denn hier dieser Mondstein liegen? Bei mir liegt hier nur ein Pokéball. Das ist ja. Die Pokébälle sind ja nur die Verstauung von Items. Ach so. Und jetzt habe ich ihn aufgenommen. Ja, immer wenn du einen Pokéball liegen siehst, ist es meistens ein Item. Kann ein Pokéball sein, kann auch was ganz anderes sein. Und wie heißt das Ding dann? Also mit diesem. Mondstein. Moonstone. Wo habe ich. Hä? Im Item, im Back, im Rucksack. Ich hab's aber was anderes bekommen, aber keinen Mondstein. Ich hab, was hast du denn bekommen? Rock, Zump? Bildherr. Nee, das ist eine Attacke. Die hast du beim Arena-Leiter gekriegt. Er müsste unter Basis-Item sein, das erste Symbol. Ah, scheiße, Alter. Moonstone. Ja. Tasten? Nee, ich bin im Kampf verwickelt. Ich kann jetzt gar nicht. Gerade nicht. Hättest du davonlaufen. Ja, renn weg. Oh, keine. Boah, ich kann hier nicht wegrennen bei den scheiß Peanuten. Ja, nicht immer ganz entkommen. Rock Stomp, das ist Steinwurf oder irgendwie sowas, das ist eine Attacke halt hier, ein TM. Kannst du auch einmalig lernen. Warum hat der jetzt Susi genommen? Warum hat der jetzt. Verstehe ich jetzt nicht. Weil vielleicht dein erstes Pokémon tot ist? Nein, ich habe einfach geweckt. Hä? Ach egal, Timmer, komm, Timmer, mach die platt, ey. Immer einen fetten Blubber-Attacke und dann Water Gun. Boom. Was? Hä? Ja? Scheiß Zubat. Ja, Zubat ist echt ein bisschen nervig. Ist runtergeflogen. Die Fresse. Deswegen kann man sich auch in der Stadt eigentlich so einen Schutz kaufen, dass man nicht so in Pokémon-Kämpfe kommt. Ist auch echt ratsam hierfür, aber wir nehmen das Level mal mit, weil Misty ist nicht gerade schwach. Ach
das hat mich so eine Bitch in Augen. Oh. Ich habe ja, das meinte ich auch, Tobias. Das ist das Spiel. So funktioniert es. So, ja, dann erzähl mal irgendwas, keine Ahnung, was Insider-mäßiges, weil der Kalymnos ist ja da mega drin. Ach, Insider-Quatsch. Insider-Quatsch. Ich habe Erinnerungen von früher, aber es gibt ja richtig Pros, die mit den ganzen Werten da arbeiten. Das tue ich selber ja überhaupt nicht, da kenne ich mich gar nicht genug aus. Das ist übrigens Pipi gegen das Teil, was du antrittst. Ja, das habe ich auch, das kenne ich nur selbst. Das ist echt so eine Schmalzlocke da vorne. Schmalzlocke. So, jetzt bäm, einen fetten Biss, Alter, jetzt sterb doch mal. Ja, auch Pipi hat gute Werte. Ist gut im Angriff, so, aber schon hält schon einiges aus, das kleine Teil. Jetzt machen wir einen Blubber. Ja, als erstes werden wir gleich noch mal ein paar Sidequests machen, wenn wir hier durch sind. Ja, einfach ein paar Gegenstände zu kriegen, einfach mal. Wir brauchen das Bootsticket, das müssen wir uns holen. Es geht noch auf eine Schiffsreise. Den VM Zerschneider zu holen. Beziehungsweise holen wir uns auch noch den Radcoupon. Nein, was hab ich jetzt gedrückt? Ich hab was Falsches gedrückt. Du kannst doch einfach mit der Maus die Sachen anklicken da, ne? Ja, aber ich mach's mal mit auf A weiter, einfach so. Naja, deswegen sag ich ja, damit wir so wissen. Ab und zu nehme ich auch die Maus dafür einfach. Lass dich zurücklehnen. Ja, du zurücklehnen in dein Bett. So, bis jetzt, komm, beiß kaputt, beiß dich fest. Ja, Biss ist halt, ich glaube, Unlichtattacke oder sogar Normalattacke, bedeutet also nicht effektiv, aber macht halt so einen ordentlichen Schaden. Ist ja auch nicht, man muss ja auch nicht immer mit Effektivität kämpfen. Man kann auch mal einfach mal einen normalen Typ, ich kämpfe sogar manchmal mit unterlegenen Typen und gewinne. Muss einfach nur die passenden Attacken kombinieren. Gut, natürlich hast du immer im Nachteil, wenn du gegen Effektivgegner kämpfst, aber. Sonst. Gut, dann geht's weiter. Ja, weiter geht's. Oh. Du bist im Kampf, haha. Muss ich jetzt da. Ah. Da ist eine Treppe. Was ist damit los? Kann man nicht. Kann man runtergehen, man kann ja auch noch mehrere Items finden, die sind aber nicht wirklich von Bedeutung. Daher gehen wir den Weg weiter. Okay. Pass auf, die Tussi hier oben, die läuft rum. Da muss man aufpassen, dass man nicht in deren Winkel reinkommt. Was macht die? Rumlaufen. Da hinten ist ein Item noch, da muss ich mal noch holen. Ja, musst du dir nicht... Wie gesagt, Kleinstein, musst... soll ich mir den gönnen? Ich hab mir den auch gefangen, ja. Ja, den gönne ich mir, glaube ich. Nicht schlecht, kannst du zum Beispiel deine Steinattacke, die du von Rocco gekriegt hast, direkt ihm lernen. Ist auch echt stark. Ich warte aber darauf, dass ich einen Onyx kriege, diese Steinraupe. Gigantische Steinraupe. Da willst du das drauf machen, oder was? Genau. Weil das ist ein TM. Ein TM kannst du nur einmal bei einem Pokémon verwenden. Dann lernt es die Attacke und dann hat es das TM weg. Ein VM kann halt jedes Pokémon immer wieder lernen. Oh Gott. Dafür kannst du die auch nicht löschen, sozusagen. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal kurz hier. Ich kämpfe hier auch gerade noch gegen Squirt. Nervig. Aber ganz ehrlich, lass die TMs TMs sein. Wir gehen einfach weiter. Die Höhle ist lang, die Höhle ist nervig. Ja. Wirklich gute Sachen findest du hier nicht drin. Okay. Vielleicht ein paar vereinzelte, die kenne ich auch nicht, aber der Mondstein ist zum Beispiel sau wichtig. Scheiße. Kannst du dir halt den Nidoran, sobald es sich auf Stufe 16 entwickelt, zum Nidoking machen? Nee, komm, jetzt machen wir mal ein anderes Pokémon, den Berbal mal jetzt weg hier. Mein Gott, ey, ist ja viel zu langsam. Bam, fette Tackle-Attacke. Jetzt battlen wir den jetzt mal weg hier. Ach, geh doch auf Flucht, komm! Ich komm nicht weg! Mann, ey! Kannst du aus dem scheiß Zubat nicht fliegen, oder was? Nicht so ein Zubat, ich bin ein Kleinstein noch dran. Oh Gott. Noch ein Tackle, komm auf die Fresse. Noch ein Tackle kann er vertragen, dann fange ich ihn. Was man halt sagen muss, ist halt ganz geil an dem Spiel, man kann halt eine ROM, einfach nur feuerrote ROM reinschieben in den Ordner, dann hast du das Spiel basierend auf Feuerrot. Packst du aber noch Hard Gold oder Soul Silver da rein, dann hast du auch gleich die Gimmicks und das Design von dem in dem Multiplayer-Online-Spiel hier. Bedeutet eben, die Pokémon sehen anders aus, du kannst den Pokémon hinter dir herlaufen lassen, kannst du frei auswählen, wie man bei uns jetzt schon sehen dürfte. Ist halt richtig cool. Ja. Ich glaube, Hard Gold ungefähr 40 MB groß, Fire Red nochmal 5 oder 6 MB und das Spiel an sich 9 MB, also es ist nichts. Wenn man sich mal gerade in 5-6 Minuten macht, da runter. Ich renn jetzt noch da runter, ey. Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich auf dich geguckt, jetzt habe ich diese Tussi hier. Die hat dich weggekickt. Ey, die kämpft gegen mich. Ah, da oben ist noch ein Opa, aber ist egal, einfach weiter. Ich weiß auch den Opa. Einfach nur durchrennen, ja, gell? Ja, gar nicht bei ihm lange, ey. Nachher geht er sich noch passend um, dann musst du gegen ihn kämpfen. Oh, nee. Ja, ich komm weg, schnell, Kleinstein, weg hier. Ich hab ja einen Kleinstein schon.
So. Ja, ich kämpfe jetzt gerade gegen diese Truse hier. Wenn du Flug-Pokémon trainieren willst, was ist das? Gut. Was ist das für ein Krebs mit den Dingern drauf? Ist der toll? Ist der toll? Nee. Entwicklung ist Parasek. Ist Gift Pflanze. Also du hast noch kein Pflanzen-Pokémon, ne? Doch, dieses. Nee. Also die Raupi da. Ah doch, ja, dann hast du. Gut, auch Raupi ist Käfer. Kannst du dir fangen? Ja, ist nicht schlecht. Ich bin schon weiter. Ja gut, dann kommt auch öfters noch. Ich muss hier gerade den Kampf gegen hier diese Tussi beenden. Weil mein Hutu trainieren sollen. Wir haben, also wie gesagt, wir haben den Text schon auf 4 Geschwindigkeit gemacht. Das heißt, damit das extra schnell geht. Ja, schneller kannst du es nicht machen. Und schneller geht es leider nicht. Also. Aber es ist ja trotzdem sehr lustig. So, battlen wir die weg. Oh, ich weiß noch wie. Ist, mit Nidoran kannst du auch gegen Pflanzen-Pokémon antreten, weil der hatte ja Schnabel. Nein! Das ist halt Flugattacke. Ja. Okay. Dann machst du halt vom Typ halt her, da machst du ordentlich Damage mit bei. Also Peck oder Pick oder wie das hier heißt. Ist Schnabel. Okay. Ja, dann battlen dann wir uns mal hier weiter. Genau, hol dir mal deinen Trainer noch. Wir battlen uns hier weiter durch, ja, und dann melden wir uns nochmal. Auf jeden Fall. Die Höhle. Ja, kurz vor Ende der Höhle, da melden wir uns nochmal. Da gibt's noch was Besonderes. Das Spoiler so, jetzt noch nicht. Okay. Ah, so. Ja. So einer bist du. So einer bist du. Ja, gut. Dann, Ausmarsch, bitte. Ja, Ausmarsch ist unterwegs. Du musst aber mal rennen, das sieht geil aus, wenn du so rennst. Ja, ich bin gerade im Pokémon-Kampf. Ich sehe nur dich da unten laufen. Du musst als tiefer laufen. Ah, jetzt bin ich im Kampf. Ich habe mich schon gewundert, dass ich so lange noch laufen konnte. Wie cool. Gut, ja, Leute, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.